Hallo, ich möchte euch heute ein bisschen was zu Makramee erzählen. Ich habe nämlich jetzt von Woody Huff auch ein Makramee-Garn. Aktuell gibt es dieses in diesen 15 Farben. Es ist 4 mm dick und auf so einem Knäuel sind 200 Gramm und die laufen 60 Meter. Und ich würde euch jetzt, wenn ihr wieder neu einsteigt, Makramee ist ja nicht neu, das hat man ja alles schon mal gemacht, aber wenn ihr jetzt wieder neu einsteigt, würde ich euch erstmal so ein kleines Projekt empfehlen, wie so ein Schlüsselanhänger oder eben auch ein Gürtel, um die Knoten, die einfachsten Knoten wieder kennenzulernen. Und danach kann man eben ja, sich an schwierigere oder größere Projekte wagen. Ich habe mir jetzt so einige Schlüsselanhänger bestellt. Die gibt es meistens im 50er-Pack oder euer Einzelhandelsgeschäft verkauft die vielleicht auch einzeln. Und dann ein paar Perlen. Hier habe ich eine 6 mm Lochung gewählt, sodass ich eben mit zwei Schnüren durchkomme. Und wir beginnen jetzt ganz vorne, also ganz zu Beginn, wie wenn wir noch nie Makramee gemacht hätten. Und wenn ihr jetzt ein circa 50 cm langes Modell machen möchtet, dann braucht ihr die siebenfache Länge. Das heißt, wir brauchen 3,50 Meter. Das Maßband hat 1,50. Dann habe ich jetzt 3. Und nochmals 50 cm. Und dann schneide ich das ab. Und da habe ich jetzt zwei Schnüre. Und so ein Grundknoten hier, der besteht immer aus vier Schnüren. Ich nehme jetzt also noch die Kontrastfarbe. Hier habe ich eben beide Fäden gleich zugeschnitten, aber ich möchte jetzt im Video euch den Kontrast zeigen von den Knoten und deshalb geht es eben am besten, wenn ich zwei Farben verwende. So, und da ich schon weiß, dass ich zwei Anhänger machen werde, werde ich mir jetzt gleich noch fürs nächste Paar die Schnüre zuschneiden. Und das mache ich eben dann einfach so, damit ich nicht ständig nachmessen muss. Und dann kann ich mir die Wolle wegsetzen. So, nun werde ich mit Leitfaden arbeiten und mit Faden zum Knoten. Der Leitfaden, den nehme ich 50 cm lang, also von beiden Farben, messe ich nun 50 cm ab. Und knicke die hier. Und jetzt wickle ich die als Ankerknoten um meinen Schlüsselanhänger. Ich lege jetzt also den Falz so rein, dass der kurze Faden, der ist hier im Inneren. Und
dann ziehe ich die Schnur durch. Die eine ist eben schnell durch, weil die ja plus 50 cm hat. Und die andere ist eben dann 3 Meter lang. So, jetzt habe ich hier, ich hatte zwar das jetzt schon abgeknickt, aber das habe ich jetzt nicht aufgepasst. Jetzt mache ich hier nochmal einen Knick. Und hier das kurze Teil, das liegt jetzt hier auch wieder innen. Das hier ist ein kurzes Teil als Leitfaden und das hier auch. Und dann ziehe ich das durch. Und hier geht alles mit. So. Und damit ich das jetzt hier anhängen kann, knote ich mir hier um meinen Stab. Das habe ich so eine Vorrichtung. Hier eignen sich auch gut Kleiderbügel, also könnt ihr gucken, was ihr geeignetes habt. Wo ihr solltet ein bisschen Gewicht haben, dass man auch dran ziehen kann. Aber ich habe schon oft gesehen, dass das eben mit Kleiderbügeln gemacht wird. Wichtig ist jetzt eben, dass das hier euer kurzer Leitfaden ist. Und das hier sind die langen. Und dasselbe mache ich jetzt mit dem nächsten Faden genauso. Ich messe die 50 cm ab und knote die am nächsten Schlüssel ein. Das hier ist der kurze Faden und beim nächsten blauen mache ich das genauso. Ich bestimme hier die 50 cm Länge. Das hier ist der kurze. Und den ziehe ich durch. So, es geht jetzt darum, euch zu zeigen, wie man eben mit den verschiedenen Knoten spielen kann. So, zunächst zeige ich euch den ganz normalen Webknoten. Mit dem rechten kommt ihr von außen und legt den über die beiden Leitfäden und unter den linken. Den linken legt ihr jetzt auf der Rückseite um die beiden Leitfäden und zieht ihn vor dem rechten Faden hoch. Und jetzt haben wir ja hier die 1,50, die 3 Meter, die ziehen wir jetzt hier durch. So, das wiederholt ihr jetzt wieder, den rechten über die Leitfäden und unter dem linken Faden durch und den linken Faden auf der Rückseite hinter den beiden Leitfäden und dann durch diese Schlinge.
wieder von rechts über die Leitfäden und unter dem linken Faden durch. Und durchziehen. Von rechts und durchziehen. Von rechts und durchziehen. Und ihr seht, dass sich jetzt unser Band dreht. Das kommt dadurch, dass ich den Webknoten immer von rechts arbeite und deshalb dreht er sich immer in die gleiche Richtung. Wenn ich das nicht möchte, dann muss ich eben mit den Richtungen abwechseln. Das zeige ich euch dann am nächsten Band. Aber hier ist eben jetzt der einfache Webknoten immer von rechts. Würdet ihr, also wenn ihr immer von rechts knotet, dann läuft das nach links. Würdet ihr jetzt immer von links knoten, würde die Spirale von links kommen. So, und wie ihr das gerade hinbekommt, zeige ich euch jetzt an dieser Seite. Ihr beginnt wieder wie eben, ihr legt den rechten Faden über die zwei Leitfäden nach links und den linken Faden legt ihr hinter den Leitfäden durch und zieht ihn durch diese Schleife von hinten durch. Das war jetzt von rechts. Jetzt könnt ihr von links den Faden unter den rechten Faden legen und den rechten Faden hinter die Leitfäden ziehen und durch die Schlinge führen. Nun habe ich mal von rechts gearbeitet und von links. Jetzt arbeite ich wieder von rechts. Und von links. Und wieder von rechts. Und von links. Und ihr seht, wo sich's hier gedreht hat, bleibt es hier schön gerade. Von rechts und von links. So, wenn ihr jetzt unterbrochen worden seid an eurer Arbeit und nicht wisst, ihr kommt jetzt her und wisst jetzt nicht, muss ich von links oder von rechts weiter arbeiten, dann seht ihr hier, könnt ihr schauen, wo die untere Schlaufe lang geht. Die untere war die letzte. Also lege ich die von rechts rüber unter die linke. Und jetzt seht ihr, hier kommt die letzte Schleife, die unten liegt, führt nach links
Also fängt ihr auch von links an zu legen. Das könnt ihr euch so als Eselsbrücke merken. Die untere Schlaufe führt nach rechts, also auch von rechts mit dem Faden kommen. Und ihr seht, ich arbeite jetzt nur mit den äußeren Faden. Und in der Mitte diese Leitfäden, die bleiben einfach nur hängen. Deshalb können die wesentlich kürzer sein, weil die ja einfach nur umwickelt werden. Und rechts und links hier, das sind die Arbeiterknotenfäden quasi, die müssen sich um diesen Leitfaden legen. Jetzt zeige ich euch noch, wie ihr auch hier, wenn euch dieser Streifeneffekt gefällt, wie ihr auch mit einem geraden Band Streifen erzeugen könnt. Ihr beginnt wieder von rechts. Und nochmals von rechts. Ihr arbeitet jetzt also zwei Schnüre nacheinander von rechts. Und jetzt erst kommt ihr von links. Und nochmals von links, damit es eben ausgeglichen ist, zweimal von rechts und zweimal von links. Und jetzt wieder von rechts. Und nochmals von rechts. Und wieder von links. Und nochmals von links. So, ihr seht, es wird ein bisschen unruhiger hier an der Kante, aber insgesamt entsteht dann eben so ein Streifen. Und so könnt ihr eben jetzt eure Schnur beenden, so lange machen, wie ihr wollt oder wie ihr sie benötigt. Und dann zeige ich euch noch, wie man endet. Was ich euch noch zeigen möchte, ist, wie ihr eine Perle einarbeitet. Also ganz einfach, wir sind hier wirklich ganz am Anfang vom Makramee, aber ich finde es auch wichtig, dass man eben langsam beginnt oder auch für einen Kindergeburtstag ist natürlich sowas auch eine tolle Geschichte, wenn man das mit den Kindern macht, wenn die dann ein paar Perlchen einarbeiten müssen, dürfen, ist das auch gleich viel interessanter. Also ich führe zuerst die erste Schnur durch und schiebe dann die zweite nach und ziehe dann an der ersten immer so ein bisschen nach, bis die zweite dann quasi mitgezogen wird. Sollte das nicht klappen, könnt ihr auch mit so einer dicken Nadel einfach ein bisschen nachhelfen zum Durchschieben. So, ich habe die jetzt eben auf diese beiden inneren, auf die Leitfäden gezogen. Und jetzt geht es hier einfach weiter mit den Webknoten. Und beim ersten eben gucken, dass die Perle gut an die Schnur rangezogen wird, an die oberen Knoten. Und dann kann es wieder weitergehen. Hier habe ich jetzt eben zwei, gleich zu Beginn eben
8 Bänder aufgezogen. Das zeige ich euch dann in einem anderen Video. Jetzt mache ich zuerst mal hier diese Webknoten von rechts weiter. So, ihr seht, meine Leitfäden sind jetzt so ungefähr noch 8 cm lang. Und hier, das ist mein Arbeitsfaden. Und jetzt möchte ich das Ganze beenden. Ich lege jetzt einen langen Arbeitsfaden, also den Arbeitsfaden zur Schlaufe, ungefähr 6 cm lang. Und den zweiten Arbeitsfaden, den wickle ich ganz fest hier jetzt um diese Fäden, um alle. Ganz fest. So, und wenn diese Schlaufe dann hier fast umhäkelt ist, dann führe ich den Arbeitsfaden durch und ziehe hier oben fest an, bis die Schlinge fast hier nicht mehr zu sehen ist. Und jetzt kann ich hier den Faden zurückschneiden und hier kann ich so auf circa 2 cm die Enden zurückschneiden und so ist das schön kompakt und hält. Und das ist jetzt eure Schnur. Ihr seht also, wir haben jetzt, das ist der Rest von diesen von diesem Sechsfachen. Wir wollten ja ein 50 cm langes Band und haben eben 3,50 abgeschnitten, 50 cm dann als Leitfaden gelassen und das Sechsfache vom Leitfaden, eben die 3 Meter, hingen dann rechts und links, mit denen wurde gewebt. So, nun das restliche Band könnt ihr genauso beenden. Auch hier könnt ihr Perlen einweben. Ich hoffe, ihr habt jetzt schon mal einen Teil von Makramee kennengelernt und das Ganze macht euch Spaß. Dann abonniert meinen Kanal. Ich stelle immer wieder neue Ideen ein. Dann hoffentlich bis bald, eure Veronika.